Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Room 3. Und ich weiß immer noch nicht, ob wir noch im Tutorial sind oder schon draußen, weil ja, irgendwie war das Kapitel noch nicht beendet. Und damit die erste Folge nicht so lang wird, ja, mache ich jetzt eine zweite und ja, ich schläge halt einfach mal direkt los hier. So, da brauchen wir 3 Buchstaben. Was befindet sich hier hinten auf dem Banner? Das würde ich gerne wissen. Gut, dann einmal hier. Wir haben nichts, was wir da reinlegen können. Hier unten haben wir was. Ja. Okay, das war einfach. Ein hölzernes Zahnrad. Sonst ist nichts mehr auf der Seite. Das Zahnrad hat einen kleinen Böppel oben drauf. 2, 4, 6 und 8 Zacken. Das kann ja dann nur in die Mitte kommen. Ja, wusste ich's doch. Oh, wow. So einen Tisch will ich für meine Kinder haben. Einfach ein Zahnrad drauflegen, bisschen drehen und dann kommt so eine Landschaft, wo sie schön mit ihren Figuren spielen können. Geil. So was will ich für meine Kiddies haben, so einen Tisch. Da haben sie eine kleine Kirche, da ist, eine Mühle ist es nicht, aber irgendwas mit dem Wasserrad. Hier ist ein kleines Gebäude. Das hier ist alles Wasser. Das sind alles Landmassen. Das sind Felsen im Wasser. So ein Tisch will ich für meine Kinder auch haben. Und der Kerzenständer sieht irgendwie aus wie so ein Schwert. Okay. Okay. Dann gucken wir uns mal weiter um. Hier kann ich nichts drehen. Da kommt auf jeden Fall irgendwas rein. Ja, das war mir klar. Oben drauf ist nichts. Aber da hat sich was gezeigt. Wenn ich etwas in der Festung platzieren könnte, würde sich das bestimmt drehen. Okay. Hallo? Du sollst dich bitte mal richtig drehen. Ah, das ist dieses Mal richtig geil gemacht. Und wir sind hier immer noch im Tutorial, sehe ich gerade. Das ist ja mal richtig geil gemacht, dass man jetzt in die Gebäude kann mit dem Okular. Da ist ein roter Stein drauf. Und das sieht man schon, das ist eine Schlange. Okay. Hier ist ein grüner Stein. Ja. Nein, nicht raus. Oh, was mache ich, Dulli, denn? Wieder rein da. Irgendwas hat es damit auf sich. Aber was? Okula. Nee, okay, dann holen wir uns den Tipp. Im Werkstattmodell befindet sich eine Zinnfigur. Sie dient... Hey. Sie dient doch bestimmt nicht nur Zierzwecken. Ach... Ernsthaft.
Heute habe ich es irgendwie mit dem Rein- und Rauszoomen. Aber was soll man mit der machen können? Oh wow. So. Drücken. Ah, okay, wir haben einen Magneten. Und jetzt wieder raus. Wie sieht denn der aus? Der hat hinten ein Plus drauf. Also, kommt der da rein? Ich glaube doch mal nicht, oder? Nee. Hier haben wir auch nochmal so ein Gebäude. Hier haben wir noch ein Loch. Wieso? Und da hinten auch. Wieso, weshalb, warum auch immer? Nee. Okay, für was ist der Magnet? Ich sollte mir diese Geräte auf dem Bücherregal anschauen. Ja. Und jetzt? Der Name dieses Turmer wird dir den Weg weisen. Ich muss ein Wort in das Gerät auf dem Bücherregal eingeben. Vielleicht finde ich irgendwo in diesem Raum das Wort. Ratte. Der Name des Turms. Auf den Steinplatten am Tisch steht etwas. Vielleicht muss ich dieses Wort und das Gerät auf dem Bücherregal eingeben. Welche Steinplatten? Und wo soll da was stehen? Ich habe nichts gesehen. Hä? Wo denn? Hier steht nix. Jedes Tastenbar auf dem Gerät steuert einen Pfeil. Wenn ich mit zwei Pfeilen auf einen Buchstaben zeige, wird er unten angezeigt. Ich muss das Wort eingeben, das ich auf der Steinplatte gesehen habe. Ach du Heimatland! Woher soll ich denn das wissen? Das war doch noch zum Anfang. Oh Gott. Oh Gott. Ach du Heimatland.
Nein. Wir machen das einfach mal mit Topa. Ich glaube zwar nicht, dass das richtig sein wird. Och, Ike. Nee, ist nicht richtig. Okay. Komme ich da noch mal dahin zurück, bitte? Nee, komme ich nicht. Lol, okay. Oh, was haben wir hier? Da steht was drauf. Püree, okay. Dann nehmen wir das. Das Y ist da. So. Das R ist da. Ey. Und ein E braucht man auch. Das E ist dort. So. Ah, okay, richtig. Eingeschnitzter Holzbogen. Aber was haben wir hier noch eingesammelt, bitteschön? Eine Kugel auf einem Stand. Ja. Das war jetzt reiner Zufall. Das war jetzt aber sowas von einem reinen Zufall. Ja. Kann man die eventuell irgendwie hier reinmachen? Nee. Eventuell hier drüben. Oh, es tut mir leid. Auch nicht. So, das hat auch ein X hinten dran. Ich das kombinieren irgendwie? Nein. Aber da. Flüssigkeitenannahme ist wichtig oder Zufuhr ist wichtig. Für alle die, die sich aufregen. Hey, warum hört man da so Schmatzgeräusche? Bla bla bla. Was muss, das muss. Aha. Hä? Hilfe? Kann das sein? Nee. Ich muss mir einige dieser Pfeiler hinter dem Torbogen des Steinkreismodells genauer anschauen. Mache ich. Da sind Kugeln. Da sind Kugeln. Dreie mit Kugeln. Das ist einmal hier. Und so. Hä? Ich muss mir die Felder auf diesen Pfeilern anschauen. Ich glaube, die sind druckempfindlich. Okay.
War das so? Ah, schauern, schauern. Eine Sanduhr war das. Und schräg und Viereck. Schräg und ein Viereck. Oha, oha. Ich will so einen Tisch für meine Kinder zum Spielen haben. Das ist ja mal richtig geil. Und jetzt? Ach, hier, stopp, genau. Magnet, Magnet. Und jetzt? Oh, Yggdrasil. Nein. Nein. So. Und so. Okay. Eine Holzkiste und ein Gürtel. Da fehlt bestimmt wieder irgendwas. So, Kiste. Da unten haben wir Löcher. Ah, ich verstehe. Das kommt dann in die eine Aussparung. Es geht nicht weiter hoch. Das Geschirr, das ich gefunden habe, hat Rillen an den Seiten. Es gehört sicher irgendwo. Ja, ist mir schon klar. Ich muss das hier irgendwie aufkriegen. Irgendwie, versteht sich. Wir gehen mal raus. Wir setzen erstmal die Kiste ein. Das dauert mir sonst alles viel zu lange. Das wäre dann hier drinne. Oh, ein nicht Strandhäuschen hier, so ein. Ach, wie nennt man das? Das Haus am Pier. Genau. Da fehlt auf jeden Fall noch was. Kann man bei dem Haus noch was machen? Ja, anscheinend nicht. Ich brauche irgendwie den Code, um das aufzumachen. Aber wo krieg ich den her? Wo?
Auf der Kiste im Steinkreismodell gibt es gravierte Messingplättchen. Die sind bestimmt wichtig. Steinkreis? Steinkreismodell. Das da? Nee. Ich krieg das nicht mehr raus. an der Schublade, an der Unterseite der Kiste ist ein Symbolplättchen und auf einem der Pfeiler steht ebenfalls eins. Sternkarte auf der Kiste in Verbindung zu stehen. Ja, das habe ich mir nicht angeguckt, würde ich sagen. Aber ich, schau mal an. S und ein liegendes A. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Aber gut, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, wie ich hier fail ohne Ende, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Rockstar, Dancer, Killer, Dropout.